ich im Herbst ja dann die Zusage bekommen habe, dass ich nochmal kommen darf in die Zahnklinik und die mir alles machen. Und das ist mir erstmal ganz anders geworden. Deshalb hatte ich das immer so schön verschoben, weil ich hatte noch nicht so richtig Schmerzen. Und solange ich keine Schmerzen habe, kriegt man mich einfach nicht zum Zahnarzt. Weil ich habe halt schon von klein auf richtig Angst vor dem Zahnarzt. Bei mir war damals ein Zahn, der ist quergelegen. Damals, ich musste 35 Spritzen bekommen. Und es hat einfach nicht richtig gewirkt. Es hat so wehtan, ich konnte hinterher einfach nicht mehr zum Zahnarzt gehen. Und das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und so bin ich nie zu den Kontrollen gegangen, nie zu Vorsorgen. Ich bin immer nur gegangen, wenn ich richtig Schmerzen hatte und zwar Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe. Ja, und dann im Herbst kam hier das Angebot. Und am liebsten wäre ich erstmal gar nicht gegangen. Und habe dann auch erstmal an die Zahnklinik Ungarn, da ist auch so ein Expertenteam, wo echt viele, ganz viele nette Mitarbeiter sind. Da habe ich immer wieder hingeschrieben und gefragt, ob man es vielleicht nicht in Vollnarkose besser machen soll, weil ich so Angst habe, oder ob man es nicht noch ein bisschen verschieben können. Aber die haben echt so super mich beruhigt und gesagt, ich soll halt jetzt auch erstmal kommen. Die erklären mir nochmal alles und wir fangen ja auch erstmal nur mit einer Wurzelbehandlung an. Die habe ich ja beim ersten Mal auch richtig gut überstanden gehabt. Dann habe ich gedacht, also gut, dann fahre ich mal hin. Und ich hatte lange, lange Zeit, eigentlich schon fast Jahre davor, sehr starke Schmerzen hier an der linken Seite. Es hat mir fast jeden Tag hochgezogen und ich habe fast jeden Tag Migräne davon bekommen. So doll, dass ich sogar in Deutschland schon bei verschiedenen Zahnärzten war und das war was heißen, so Angst wie ich hatte. Aber ich hatte so Schmerzen und habe dann dreimal Wurzelbehandlung gemacht bekommen. Aber der Schmerz ist nie weggegangen. Und dann kam ich dann nach Ungarn und dann ist auch die Wurzelbehandlung an dem Zahn gemacht worden. Und schon während die gemacht worden ist, war auf einmal ist da ein Wahnsinnsdruck weggegangen und der Schmerz war weg. Die ersten Tage, ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe immer darauf gewartet, aber der Schmerz kam nicht wieder über die ganzen Jahre. Also die Zahnklinik hat mir damals nicht nur mein Aussehen gerettet, meine Zähne, alles, sondern die haben mich auch echt gerettet. Da habe ich ja dann das Angebot bekommen. Das stand dann erstmal drin, dass es auf zweimal gemacht wird. Beim ersten Mal käme ich dann für 5 Tage. Da wurden dann Wurzelbehandlungen gemacht werden und eben die restlichen Zähne gezogen. Und wenn das alles verheilt ist, dann den Rest. Ja, und dann war ich die 5 Tage da gewesen. Da ging es halt los mit der Wurzelbehandlung. Da habe ich gedacht, okay, das kann ich ja schon mal machen lassen. Da konnte ich mich gut überwinden. Und zwar tatsächlich so, dass es echt gar nicht schlimm war. Es ist so gut eingespritzt worden. Und ich konnte echt, es hat echt lange gedauert, weil es wird echt ausgiebig gemacht. Die ersten 3 Tage sind dann nur Wurzelbehandlungen gemacht worden an den Zähnen, die erhalten bleiben. Und dann ganz zum Schluss hat man dann noch die 5 Zähne gezogen, die unten eben raus mussten. Da waren ja zum Teil fast nur die Wurzeln da gewesen, weil schon alle abgebrochen waren. Ja, und da muss ich sagen, vor dem Tag hatte ich echt Bammel. Und ich habe gedacht inzwischen, ja, jetzt hat er 2 Zähne gezogen, da war er schon fertig. Es ging so schnell, ich habe kaum was gespürt. So, nachdem nur meine ganzen Zähne gezogen worden sind, dann habe ich ein Provisorium drauf bekommen und bin dann ja erstmal nach Hause, weil es dauert ungefähr 3 Monate, damit das alles abheilen kann. Insgesamt hat die erste Etappe genau 5 Tage gedauert, von Montag bis Freitag. Und eigentlich hätte ich ja auch Freitag gleich schön heimfliegen sollen am Abend. Tja, aber als ich heim sollte an dem Freitag, da hatte ich richtig Pech. Denn es war der Tag, an dem in Deutschland gestreikt wurde. Und ich saß hier in einem Hotel und habe nur gedacht, so ein Mist, was mache ich denn jetzt? In dem Moment hat schon mein Telefon klingelt. Zahnklinik Ungarn hat angerufen und hat gesagt,
Die haben ja den Flug umgebucht auf einen Tag später, weil ich ja in Deutschland leider nicht ankommen kann. Ja, so habe ich nochmal einen Tag Erholungspause gehabt, das war super. Und bin dann am Samstag richtig schön heimgeflogen. Also wer hier einen Termin macht, er braucht sich um nichts zu kümmern. Es wird Flug organisiert, es wird Hotel organisiert, wie man ins Hotel kommt vom Flughafen aus. Die Zahnklinik liegt gleich gegenüber vom Hotel. Also hier ist alles einfach optimal, man muss an nichts denken.